und herzlich willkommen hier an der Thüringer Landessternwarte. Ihr seht hier im Hintergrund unser 2-Meter-Teleskop. Das ist eines der größten Teleskope in Deutschland. Und ich bin hier, weil ich an der Universität Jena promoviere und eben hier an der Thüringer Landessternwarte betreut werde. Hier ist der Computer, auf dem ich meine Beobachtungen starten kann. So eine typische Beobachtung meiner Sterne dauert in etwa eine halbe Stunde. Meine Sterne beobachte ich, weil ich nach Exoplaneten suche. Exoplaneten suche ich bei besonders heißen und bei besonders kalten Sternen. Die besonders heißen Sterne beobachte ich hier an der Thüringer Landessternwarte. Die besonders kalten Sterne hingegen werden in Spanien beobachtet, am Cala Alto. Da haben wir an einem Instrument mitgearbeitet, das heißt CAMENES. Und das ist explizit dafür gebaut, um besonders kalte Sterne zu beobachten. Aus dem Vergleich von unterschiedlichen Sternen lernen wir ein bisschen über die Entstehung von Planeten und auch die Evolution von Planeten. Wenn dieser Stern zum Beispiel sehr, sehr viel heißer ist, wie das bei frühen Sternen der Fall ist, dann sind die Planeten ja einer extremen Strahlung ausgesetzt. Und die Frage ist zum Beispiel, werden dadurch die Atmosphären der Planeten erodiert oder wie verändert so etwas überhaupt einen Planeten? Wenn sich ein Planet um seinen Stern bewegt, zieht er ihn mit auf seine Umlaufbahn. Und diese ganz kleine Bewegung des Sterns können wir hier auf der Erde messen. Und zwar dadurch, dass wenn sich der Stern auf uns zubewegt, ist sein Licht ins Blaue verschoben. Wenn sich der Stern von uns wegbewegt, ist sein Licht ein kleines bisschen ins Rote verschoben. Um diese kleine Verschiebung zu messen, nehmen wir Spektren auf. In den Spektren sind solche Linien mit drin. Und die winzige Verschiebung dieser Linien, die können wir dann nachweisen, indem wir eine Vergleichsaufnahme machen. Und mit dieser Vergleichsaufnahme können wir dann sehen, ob die Linie sich an der gleichen Stelle befindet wie vorher oder ob sie sich ein Stück auf unserem Spektrum links oder rechts verschoben hat. Wenn wir diese Verschiebung gemessen haben, können wir daraus eine Geschwindigkeit ermitteln, die der Stern momentan hat. Mit jedem Spektrum, das wir aufnehmen, haben wir dann eine Geschwindigkeit. Wenn sich der Planet zum Beispiel in einem Jahr einmal um seinen Stern bewegt, müssen wir über ein Jahr hinweg immer mal wieder ein Spektrum aufnehmen und haben dann viele verschiedene Geschwindigkeiten und können eventuell einen Orbit damit modellieren von diesem Planeten. Die Sterne, die ich beobachte, haben eine sehr kurze Umlaufdauer von nur etwa einem Tag oder weniger. Dadurch reicht es, wenn wir deutlich seltener Aufnahmen machen. Wenn wir dann sehr viele oder sehr wenige Planeten um einen bestimmten Sterntyp finden, können wir damit die Theorien, wie diese Planeten entstanden sind, überprüfen. One can argue we've found, so many exoplanets, why look for more? And my argument is that exoplanets are so diverse and we don't know what planet formation depends on. It depends on the type of star, it depends on maybe where the star formed in the galaxy. There's so many parameters, and when you start dividing these 3,000 stars into the various possible parameters, it turns out that 3,000 stars isn't enough. In meinem Projekt arbeite ich auch zusammen mit einem Institut in Tschechien. Die haben auch ein 2-Meter-Teleskop und damit können wir die Daten, die sie dort in Tschechien gewinnen, mit den Daten, die wir hier in Tautenburg aufgenommen haben, zusammenbringen. Besonders wichtig bei der Arbeit ist es natürlich, dass man sich mit Kollegen bespricht, mal die Vorträge nochmal durchdiskutiert, die man halten möchte, oder nochmal seine Ergebnisse vorstellt, damit sie einem Feedback dazu geben können. Das ist natürlich das Schöne am Arbeiten hier, dass die Atmosphäre unter den Kollegen so gut ist. Was uns ganz besonders interessiert ist, wo kommen wir Menschen eigentlich her und wo werden wir mal hingehen? Sind wir alleine in diesem Universum? Wie ist eigentlich unsere Erde entstanden? Und um alle diese Fragen beantworten zu können, brauchen wir viele Beobachtungen von Exoplaneten. Und genau deshalb interessiere ich mich so besonders für dieses Thema. Durch meine Arbeit, glaube ich, kann ich einen ganz guten Beitrag dazu leisten, dass wir eine einheitliche Theorie finden können, wie Planeten entstehen und dadurch eben auch, wie unsere Erde eigentlich entstanden ist.